Also für unsere Kleinen, die noch nie so es mit Koordination haben, genau darauf kommt es auch an. So schnell wie es geht, an die Koordination ranzukommen, damit man halt eigene Bewegungen viel effektiver auch nutzen kann. Und dafür habe ich jetzt eine ganz neue Verwendung für die Socken. Ja? Versucht mal aufzupassen, ne? Das ist ja Video erstmal für die Eltern, damit ihr halt euren Kindern diese Übung erklärt. Ja? Also um folgende Koordination geht es. Erstmal stellt bitte einen Fuß vorne. Oh, egal, ob das links oder rechts ist. Besser ist das halt, wenn auf eine Weile ihr auf dem rechten Bein steht, dann irgendwann auf den Fuß zu wechseln. Okay? Also in der Übung geht es darum, dass eine Hand hält die Socke, das ist jetzt meine rechts, und linke Hand ist in so einer Schutzposition, das heißt Wusel. Okay? So. Meine rechte Hand schmeißt die Socke in diese Form. Und mein Wusel bzw. linke Hand hat die Aufgabe, das zu fangen. Währenddessen wird meine rechte genau die gleiche Position machen. Guck mal. Und wieder. Muss man nicht schnell machen, kann man langsam machen. Irgendwann kann man auch ohne Pausen machen. Also, das macht Spaß und erfordert ziemlich viel Konzentration und Koordination. Übrigens auch bei Erwachsenen.